Drei Angriffe mit null Sterne und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich nehme es mit Humor. Ich bin nämlich auch einer derer, die hier null Sterne geholt habt. Also ein bisschen, ich muss echt sagen, war ein bisschen so scheißegal Angriffe, ne? Auf die Nummer 2 hier. Also 2 auf 2, ne? Wir machen ja hier gegenüber. Nicht wirklich, aber der Gegner hat auf jeden Fall etwas mehr Sterne als ich. Aber darum geht es in diesem Video gar nicht. Denn ich habe gestern eine Kombination im Rathaus 14 Bereich. Oh, ich bin ein bisschen laut heute. Im Rathaus 14 Bereich. Gecheckt bei jemand anders. Also so ein bisschen so Truppenklau, weil mir selber nichts wirklich einfällt, habe ich gedacht, dass ich heute mal mit dieser Armee angreife. Also derjenige weiß bestimmt, worum es geht. Ich weiß auch gar nicht, wie man die genau nennt. Pekka Smash oder Pekka Yeti Smash? Pekka Yeti Smash? Ja, wir nennen ihn einfach mal Pekka Yeti Smash. Das Ganze geht mit dem der Belagerungsmaschine, die da heißt Flammenschleuder, die habe ich noch nie eingesetzt. Das ist heute so ein bisschen so fast Premiere. Ich glaube, ich habe sie erst einmal eingesetzt. Und mal sehen, wie wir damit zurechtkommen. Gerade mit dieser Flammenschleuder habe ich noch nie angegriffen und ich bin auch nicht so. Eieiei. So habe ich jetzt einen Faden verloren, weil ich wieder telefonieren musste. Ja, wie gesagt, ich habe mit dieser Armee noch nie angegriffen. Weiß auch gar nicht, wie so ein Wardenwalk dann tatsächlich effizient funktioniert. Das heißt, ich weiß es eigentlich schon, ja. Den müssen wir erstmal tauschen hier. Und den stellen wir nach unten, weil er ja so einen Walk machen soll. Jetzt muss ich mal überlegen. Clanburg da. Scattershot kann man bestimmt ein bisschen rausnehmen. Oder aber, das ist mal schwierig. Ich weiß noch nicht genau, wo ich diese Flammenschleuder setzen soll oder wie ich sie setzen soll. Das Einfachste ist natürlich, ich setze sie da, wo sie auch effektiv etwas schaffen könnte. Hier ist der Adler dort. Da hat er auch ein bisschen Ressourcen. Ne? Der hat ja auch ein bisschen Ressourcen. Da ist ein Minenwerfer. Und wir haben aber auch keinen davon. Okay, wir haben da keinen davon. Gehen wir mal hier rein. Ich gehe da mal rein. Irgendwo muss man ja mal anfangen mit dieser Taktik hier. So, ich habe gesehen, dass der jetzt einfach, der wird einfach so irgendwo reingespielt. Tatsächlich muss er natürlich so ein bisschen außer Reichweite von vielem sein. Und, das ist natürlich doof. Das ist jetzt gerade nicht so schick, Leute. Ich glaube, hier muss ich eben mal, ah nein. Geht auch auf den. Schafft er den? Ah ja, der schafft den, okay. Er schafft den hier in jedem Fall. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann kann ich eigentlich hier so einen Mauerbrecher mal setzen. 1, 2, 3, 4. Und kann hier meine Smash-Meute reinschicken. Oh, da kommt noch Clanburg. Eieieiei. Eieieiei. Da kommt noch Clanburg King hier mit rein. Und hier wird gesprungen. Boom, komm. Gut. Babydrachen habe ich noch. Und hier können wir auch noch mal springen, denke ich mal. Oh, ich konnte mein... Habe ich meinen Warden jetzt zünden können? Ei, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir gehen mal hier mit dem royalen Champion rein. Und hier machen wir noch mal dicht. Oh, meine Queen. Ich verliere meine Queen. Ah, nicht ganz. Okay, nicht ganz. Nehmen wir hier den mit rein. Aber gar nicht mal so übel, diese Strategie. Ich weiß natürlich auch jetzt gar nicht, was hier unten aus der Maschine kam. Da kam sicherlich nicht ganz so viel raus. Okay, das Pony ist jetzt auch kaputt. Sehe ich jetzt gerade. Oh, die quälen sich da noch mit dem King. Okay, das können wir in jedem Fall besser. Das können wir in jedem Fall besser, würde ich sagen. Und das machen wir auf jeden Fall nochmal. Jetzt muss ich, ja, Max-Truppen habe ich. Ich habe Max-Truppen, glaube ich, drin gehabt. Hatte jetzt echt nur Sorge wegen dem Warden. Wenn der nämlich dann plötzlich... vielleicht sollte ich auch mit der Maschine da oben kommen. Denn der Scattershot, der stand eigentlich auch in Wurfreite. Aber gar nicht mal schlecht. Ja, ich meine, was heißt gar nicht mal schlecht? Sind 2 Sterne, 68%. Das ist natürlich noch nicht das Gelbe vom Ei oder das Yellow from the Egg. Aber es ist erstmal ein Anfang. Habe ich hier eigentlich was drin? Ja, so ein kleines bisschen. Ich muss noch ein bisschen was bauen.
Und so haben wir schon mal eine Grundlage geschaffen, wie man diese Strategie denn meistern kann. Naja, meistern werde ich sie wohl weniger, aber ich habe nochmal komplett nachgebaut. Fordere jetzt auch mal nach, muss jetzt mal eben im anderen Charakter, glaube ich, hier die Sachen anbauen. Ja, ich glaube mit dem Basti, da muss ich sowieso kurz mal so ein bisschen rumspenden. Und dann sehen wir uns nach einem oh, ich kann ja was einsammeln. Ah, die Beutekarre geht auch lange nicht weg, ne? Und dann sehen wir uns in jedem Fall wieder. Ich weiß gar nicht, was mit Supercell los ist. Heute schon wieder so Kaufsachen hier drin. Wie heißt das? Baubrause. Sehr netter Begriff. Baubrause hört sich gut an. Ist auch ein guter Preis für die Baubrause, finde ich. 1,99. Das lohnt sich in jedem Fall. Gerade schon die beiden Bauarbeitertränke kosten 280 normalerweise, meine ich, beim Händler. Und kosten natürlich nur 30 Medaillen. Also, oh, und der Ressourcentrank ist auch nicht schlecht. Ich habe tatsächlich die Ressourcentränke so gut wie immer alle ausgegeben, weil ich dann doch irgendwann mal anfange zu pumpen. Und Projekt Gold ist, glaube ich, ja, dieses Bücherweit, das, ja, das weiß ich nicht, Rune des Alex, Heldentrank, das ist sicherlich was, wenn man sein Worten ausbauen will, da ist das sehr, sehr gut, dass man die Rune noch einsetzen kann. Und okay, der Heldentrank plus 5 für jemanden, der Max ist, in seiner Rathausstufe, dem nützt das leider nichts, aber für so frische Rathäuser oder für so mittendrin, immer nehmen, die Heldentränke, verbraucht die auf jeden Fall, Leute. Sie helfen euch in jedem Fall etwas weiter. Aber ich mache einen kurzen Cut, spende mir mal eben Truppen und dann mache ich mit der Truppe mal noch einen Angriff. Also Packer Smash oder Packer Yeti Smash. Okay, gleich noch was mit weggefixt. Ich habe immer tatsächlich, das habt ihr vermutlich gar nicht so gehört in der Woche, ich habe versehentlich meine Audiospur manchmal doppelt aufgenommen. Das heißt also, ihr hattet auf zwei Spuren Musik und das hört sich natürlich ganz gruselig teilweise an. Ich meine, zur Mucke sage ich sowieso nochmal irgendwann was, damit ihr das ganze System hier hinter dieser Musikgeschichte bei YouTube und bei Twitch mal so ein bisschen schlauer seid. Aber wir wollen ja angreifen. Ich habe auch gesehen, ich muss jetzt echt ein bisschen länger warten. Hintergrund war, dass beim Donnerbengel, der hat erst eine Kaserne mit den Yetis, da dauern die 12 Minuten. Das habe ich ein bisschen verkannt, beziehungsweise sagen wir mal so, ist mir nicht aufgefallen. Den können wir jetzt aber mal mitnehmen hier, würde ich mal so sagen. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt hier oben mal reingehe mit meinen, Worden und hier unten diese Karre setze, also quasi da. So, da setzen wir die mal. Wie erfolgreich das jetzt ist oder nicht erfolgreich das ist. Aber wir lassen den jetzt erstmal ein bisschen schleudern. Wo schleudert der denn jetzt eigentlich hin? Der geht erstmal da auf diese kleine Hütte. Okay. Also der geht erstmal auf die Bauhütte. Und oh, der Board macht erstmal das, was er schön macht da. Wunderbar. Der macht erstmal den Inferno weg. Super Sache. Und den Schleuderer hier, der macht aber schon mal ganz ordentlich. Mal sehen, ob der jetzt ein kleines Stück weiter vorfällt und vielleicht auch den Scattershot schon mal macht. Magierturm erstmal mit weg. Ansonsten muss ich den Scattershot gleich machen. Würde ich sagen, wir haben zwei Sprungen, die brauchen wir gleich auch. Und mal sehen, wie weit er jetzt schmettert. Ah, der schmettert nach dahin weiter. Okay. Der schmettert nach dahin weiter. Dann würde ich sagen, wir fahren mal ein kleines Stück weiter hier. Oh, jetzt geht er auf den Scattershot drauf. Jetzt geht er auf den Scattershot. Jawohl, das dauert aber alles so lange. Okay. Aber ohne Gegenwehr. Alles klar. Ohne Gegenwehr. So, wenn der weg ist, würde ich sagen, können wir in jedem Fall unsere Päckermeute hier reinschicken. Perfekt. Schon fast ein bisschen zu perfekt gerade, aber fast ein bisschen zu perfekt. So, King hier mit rein. Queen mit rein. Und dann nehmen wir hier nochmal so ein paar von denen. Hier springen wir rüber. Perfekt. Sehr schick. Und ich würde sagen, wir planen auch schon unseren nächsten Sprung hier hinten. Das sieht in dem Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Wir zünden hier einmal unseren Worden. Ah, das Rathaus war noch nicht ganz kaputt. Okay. Aber wir schauen mal weiter. Ah, der hat natürlich auch ein paar Sachen. Der hat natürlich auch ein paar Sachen im Ausbau. Das kommt jetzt natürlich, ich will nicht sagen, erschwerend mit hinzu. Aber es ist auf jeden Fall
Wo sind die denn alle? Ah, hier hinten geht noch ein bisschen was. Da ist noch, ich sehe gerade, da ist noch das Pony. Oh, nein. Oh, gerade so geschafft. Okay. Gerade so gepackt. Aber das sah schon ein bisschen besser aus. Ja, das sah in jedem Fall ein bisschen besser aus. Und den haben wir auf jeden Fall auf 3 hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und haben den Giftzauber gar nicht gebraucht. Okay, das ging schon mal ein bisschen besser. Der hatte auch keine Clanburg, so wie ich das gesehen habe. Worden habe ich ein bisschen früh gezündet, aber ich habe immer noch viele Packers übrig. Und jo. Hurra. Yes, Sir. Perfekto. Okay, und auch eine ganze hübsche Menge Loot mitgenommen. Ligamäßig wollte ich eigentlich nicht so hoch. Bin ich jetzt aber schon wieder. Okay, ich komme gleich in der Titan 3 rein. Okay. Kommt Leute, alle guten Dinge zum Wochenende sind in jedem Fall 3. Und da mache ich den dritten auch nochmal. Ich glaube, ist eine ganz gute Truppe, ne? Ich glaube, ist eine ganz gute Truppe. Mal sehen. Also nochmal. Wieso ist der voll? Ach nee, ich dachte gerade, meine Clanburg wäre voll. Nee, war ist das Dunkellager. Okay, der Toti hat die Truppen bekommen. Und das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen umbauen. Habe ich jetzt eben mal so ein bisschen überlegt. Man kann natürlich auch anstelle der Packer sicherlich unter Umständen auch die Superriesen nehmen. Das ginge sicherlich auch gar nicht mal so schlecht. Und also habe ich mir jetzt einfach mal so ausgedacht, dass das sicherlich auch ganz, ganz nett gehen würde an der Stelle. Oder aber man, ja, Golems weiß ich nicht so genau, weil gerade mit den Heilern, oh, der hat richtig viel Dunkles, aber ich brauche kein Dunkles. Gerade mit den Heilern ist das natürlich so eine Sache. Und ich würde, oh, und die hier, die matchen wir mal ganz gut weg hier. Würde ich mal so sagen. Ich bin jetzt echt mal wieder gespannt auf Clanburg. Ich komme ruhig über diese Seite hier. Wir nehmen mal hier 2 Kokos. Und dann tut es nicht so weh, würde ich sagen. Und wegen den Heilern. Die Heiler gehen natürlich sehr, 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 sehr gerne auf alles, was Schaden bekommt, wenn es denn geheilt werden muss. Und niemand möchte, dass Golems geheilt werden, muss man sagen. Okay, der hat jetzt auch keine Clanburg, ist aber auch nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Mal sehen. Ich habe immer so ein bisschen mehr Fokus, glaube ich, unten auf den Flammenschleuderer. Der macht ganz schön Schaden, ey, mein lieber Mann. Muss ich echt mal so sagen. Der macht ganz schön Schaden hier. So, hier soll es gleich so ein bisschen weitergehen, denke ich mal. Und dann können wir vielleicht hier mit dem ersten Mauerbrecher reingehen. Da am Magierturm, der müsste auf jeden Fall, ja, der kommt auf jeden Fall durch. Und wenn der Single fällt, dann schicken wir hier die Meute rein. Würde ich mal so sagen. Oder wir können hier auch noch ein bisschen, der kann noch ein bisschen unterstützen hier. 1, 2, 3, 4. Jawohl. 1, 2, 3, 4. Noch den Koko dabei. King mit rein. Und, oh, Queen auch mit drin. Und hier springen wir mal rüber. Perfekt. Sehr schön. Gleich in Wut hier. Der Schleuderer steht, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. 117 Sekunden hier. Oh, da gehen so ein paar Außen. Oh, da gehen so ein paar Außen lang. Das ist natürlich nicht das, was der Toto jetzt gerade wollte. Aber mal so gar nicht. So, den lassen wir hier mal mitlaufen. Und das ist das, was der Toto gar nicht wollte. Okay. Ah, ich habe natürlich jetzt auch den Sprungzauber so ein bisschen verpeilt. Queen muss gezündet werden. Ah, der Frost kam zu spät. Aber ich nehme jetzt erstmal meine Warden-Ability da hinten. Hier können wir schon mal anfangen. Da hat er noch ein bisschen was im Aufbau. Okay, bisschen Glück habe ich natürlich auch mal wieder. Sprungzauber sitzt aber noch. King ist noch am Tanken. Und das machen wir mal hier. Eben mundtot, würde ich sagen. Und wir zünden unseren Champion hier an der Stelle auch. Oh, sieht gut aus. Oh, nix da. Gut, die Skelette gehen noch gerade so weg, aber der Gift war auch ein bisschen verpeilt. Ja, der hat jetzt wieder ein bisschen was im Ausbau, aber gar nicht mal schlecht, die Armee. Gar nicht mal schlecht. Und was meint er? Könnte ich damit auch im Clankrieg was reißen? Wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Könnte man tatsächlich was mitmachen. Sieht gut aus. Ich fühle mich gut mit der Truppe. Ich fühle mich sogar sehr, sehr gut mit der Truppe. Und ich habe aber heute, das ist auch sehr, sehr cool, ihr seht hier 23 Stunden, eine Minute, stimmt aber gar nicht. Ich habe heute meine 3 Sachen hier abgearbeitet in
4 Minuten, glaube ich. Wenn ich sogar noch ein bisschen schneller. Also, oh, ich habe gar nicht. Och komm, ich habe gar nicht nachgebaut. Das kann ja jetzt nicht sein. Oh, Tatsache, ich habe gar nicht nachgebaut. Nicht genügend Platz in der Warteschlange. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Achso, auch weil ich den nicht genommen habe. Okay. Naja, dann habe ich jetzt ein bisschen Luft. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen Luft. Hier in Nordrhein-Westfalen fangen heute, glaube ich, die Osterferien an. Also ich wünsche euch in jedem Fall ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die Ferien, wenn ihr den Ferien habt oder Urlaub habt. Und einfach am Kanal dranbleiben. Ich würde sagen, ja, abonnieren, Daumen hoch und dann sehen wir uns in weiteren Videos oder in Livestreams. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Euer Toto. Flashed.